Schön sauber die Felge. Yes. Ja, ich war gestern Bike waschen und habe das sehr akribisch gewaschen. Wobei da hinten sieht man noch. Ja, naja, hätte besser sein können. Aber bitte. Sude. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Hallo Leute! Willkommen zurück zu einem neuen Motovlog. Ja, ich habe heute ein urcooles Ziel für euch. Wieder mal ein urschöner Naturschauplatz. So, werden wir ein bisschen höher drehen. Nur weiß ich nicht genau, wo ich hinfahren muss. Das muss ich jetzt noch. Nein, da hätte ich reinfahren müssen. Nein! Zu spät abgebogen. Heute soll es um das Thema Navigationsgerät am Motorrad gehen. Ich habe mir da dieses Thema ausgesucht, weil gerade ich habe gar kein Navigationssystem. Das heißt, ich verwende eigentlich immer mein Handy-Navigationssystem. Und es gibt aber yes. So. Ich weiß, es gibt sehr viele, die fahren mit Navi und schwören total darauf. Also die haben dann da vorne dieses klobige Ding und fahren mit denen nachher ihre Motorradtouren. Okay. Mein Gedanke dazu ist folgender. Ich mag in meinem Sichtbereich, ich habe es eh, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, ich mag in meinem Sichtbereich nicht wirklich etwas haben mit einem Display. Es reicht mir schon der Tacho und die GoPro und das Ganze. Na, fahren wir. Dadurch mag ich im Sichtbereich keinen Tacho mehr haben, also keine Anzeige mehr haben, ja. Darum bin ich ein bisschen ein Gegner von diesen Telefonhalterungen, wie sie alle heißen, RAM-Mount und Navis. Das ist auch einer der Gründe, warum von mir wahrscheinlich nie ein Video kommen wird mit einem RAM-Mount. Außer mir schenkt jemand einen, dann werde ich den kurz montieren und ein Video drüber drehen. Ich weiß nicht, ich bin der Meinung, das ist meine eigene Meinung, das hat beim Motorradfahren nichts zu suchen, irgend so ein Display-Zeug und so. Auch auf den großen Reisemaschinen. Ich finde, man ist beim Motorradfahren sowieso schon äußerst konzentriert wegen Strecke und allem drum und dran, bling bling. Da braucht man sich nicht noch aufs Navi konzentrieren. Darum habe ich das so gelöst, dass ich, ihr seht schon, was hingeht, dass ich mit dem Navi vom iPhone herumfahre. Das heißt, das iPhone Google Maps sagt mir, ja, in 200 Metern rechts abbiegen. Das reicht mir vollkommen aus. Wenn ich dran vorbeifahre, habe ich nachher immer noch die Möglichkeit umzudrehen. Also das ist eine schöne Gegend da. Aber ich weiß gar nicht, ob man mit dem Motorrad da ganz rauffahren darf. Wir werden es herausfinden. Jetzt fahre ich eh schon so untertourig wie möglich. Wow, das ist geil da. Ich habe schon wieder die perfekte Strecke für euch. Und das Thema passt auch irgendwie, da ich bei dem Thema gar nicht, das ist gar nicht so ein großes Thema, was man so zerreden muss auf Deutsch. Mich würde es einfach nur interessieren, was ihr davon haltet. Navigationssystem ja oder nein? Ich weiß, da werden jetzt wahrscheinlich sehr viele aufschreien und sagen, na klar, kann man mit Navi fahren und es lenkt überhaupt nicht ab und so. Ja, kann man. Ich tue es trotzdem nicht. Aha, da radeln alle rauf, das ist schön. Das ist extrem schön da. Aber halt schon wieder nur schön, keine Motorradstrecke, aber ist wurscht. Leute, ich zeige euch heute
Eine Burg. Eine Burg in der Nähe von Wien. Und ich brauche kein Navi zum Herfahren. Ja, also nur so viel dazu. Aber ich glaube, da ist jetzt aus. Da komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ganz genau so ist es. Und darum werde ich mir da jetzt einen Parkplatz suchen. Nur wo? Wo parken wir uns hin? Boah, ich war gestern Maschine waschen, hallo! So.